Susi hat einen Artikel gelesen, in dem stand, dass Vertical Farming in ihrer Stadt realisiert werden soll. Nun fragt sie sich, was ist Vertical Farming eigentlich? Liebe Susi, unter Vertical Farming versteht man ein landwirtschaftliches Konzept, bei dem die Produktion in Hochhäusern stattfindet. Der Anbau kann damit in Städten direkt erfolgen und spart Transportzeit und Kosten ein. Mit dem Konzept verbindet man den US-amerikanischen Wissenschaftler Dr. Dixon Despommier, der mit seinem 2010 erschienenen Buch The Vertical Farm Feeding the World in the 21st Century seine Version einer breiten Öffentlichkeit präsentierte. Allerdings haben Herausforderungen wie der Klimawandel, eine wachsende Weltbevölkerung und knapper werdende Ressourcen diese nun weiter vorangetrieben. Denn durch die Verlagerung der Produktion vom Boden in die Höhe kann mehr angebaut werden als auf der vergleichbaren Grundfläche auf dem Boden. Zudem können Nutzpflanzen das ganze Jahr hindurch angebaut werden. Hierfür benötigt man allerdings modernste Technik. Nutzungskreisläufe müssen optimiert und aufeinander abgestimmt werden. Derzeit gibt es weltweit daher erst eine Handvoll Pilotprojekte. Susi freut sich, dass Vertical Farming nun auch in ihrer Stadt getestet wird.